So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder zurück in den Thronsaal. Und das machen wir doch prompt. So. Okay. Halt, falsche Richtung. Da ist der Thronsaal. Und an dieser Stelle mache ich mal eine richtige Speicherung. Hier über dem 31. Tag. Wenn man sich das überlegt, wie hier das Antlitz des Kontinents verändert wird in einem guten Monat, der hier gerade mal vergangen ist. So, wir sprechen aber noch mit Roba. Es war bloß jetzt erstmal sicherheitshalber. Ich weiß, warum du gekommen bist. Ich weiß, was du getan hast. Und dennoch kannst du meine Entscheidung nicht verstehen. Du hast die göttlichen Artefakte zerstört. Um die Welt vom Krieg der Götter zu befreien. Du hast unser Volk verraten. Dein Volk. Tja. Der Krieg der Götter kann nicht enden, solange die göttliche Macht auf dieser Welt verbleibt. Du hast unsere Hoffnungen zerstört. Das Volk der Menschen ist zum Untergang verdammt. Nein, auch sie werden Frieden finden. Ein Frieden, den sie unter der Herrschaft Innos nie haben werden. Du hast die Artefakte zerstört, aber es gibt noch göttliche Macht auf dieser Welt. Ich trage die Macht Innos in mir. Es ist Zeit, diese Macht zurückzugeben. Ja, du sagst es. Es ist Zeit. Nun sieh, wie ein König zu kämpfen weiß. Dir werde ich helfen. Ja, mit anderen zusammen. Alleine schafft das nämlich nicht. So, da wird uns schon der Rockzipfel angesenkt hier. So, deswegen wollte ich vorher speichern, weil ich mir nämlich schon dachte, dass es darauf hinausläuft. Auch wenn ich mir nicht mehr ganz sicher war. Oh, shit. Oh, das ist der Tod, ja. Eben deshalb wollte ich speichern. Das wird nämlich ganz, ganz kritisch hier. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen wollen. Eigentlich bin ich eher geneigt, das dem Zukunftsrudra zu überlassen, der sich dann mit diesem Shit auseinandersetzen darf. Das wird unter den gegebenen Bedingungen, dass ich dieses alternative Balancing gemacht habe, ganz, ganz hässlich, glaube ich. Ach so, das ist irgendwie falsch. Ich meinte natürlich das hier. So, wird das ganz, ganz hässlich. Denn wir haben ja gesehen, das sind richtig viele und da sind auch Magier mit dabei. Unschön, unschön, würde ich sagen. So, ich weiß aber gar nicht, ob es vielleicht sogar noch einen Quest von dem ganz alten, vom obersten Feuermagier gibt. Müsste man eigentlich nochmal schauen gehen, ne? Hier stand doch auch irgendwo einer. Ja, da. Ach so, der ist bloß ein normaler Feuermagier. Gut, das kann mir natürlich egal sein. Und ich gucke jetzt nur noch mal kurz oben, ob der oberste Feuermagier noch was für mich hat. Man könnte natürlich auch oben anfangen und erstmal ihn so überraschungsmäßig wegschnetzeln. Charypto. Mit Bedauern muss ich feststellen, dass du einen mehr als fragwürdigen Weg eingeschlagen hast. Ach. Ich kann nur für uns alle hoffen, dass du weißt, was du tust. Ja, weiß ich. So, der hat an sich aber auch nichts mehr für uns. Gut, höchstes Wissen der Feuermagier, bla bla. Ist ja nicht so interessant. Aber er bringt uns immerhin nicht sofort um, das macht bloß Roba. Wir könnten das natürlich mal probieren mit dem Umbringen. Grübel. Doch, ich mach das mal. Okay. So. Du wagst es mich ja, zu schlagen? Ja, das wage ich. Es ist interessant, dass es ihn auch gar nicht interessiert. Hey, pass doch. Du wagst es mich zu schlagen? Ja gut, weil sie grün sind, ne? Deswegen gehen sie nicht sofort auf mich los dabei. Stimmt ja, da war ja was. So. Und damit begeben wir uns auf den dunklen Pfad. So, den Magierstab sacken wir noch mit ein. Jetzt klebt Blut an unseren Händen. Das kann jetzt schon groß passieren. Schauen wir mal, wie das jetzt abgeht. Also, wir hätten sie ja so oder so töten müssen. Wir haben ja gesehen, da geht wirklich jeder dann auf uns los. Ich brauche einen Dietrich. Und ich habe immer noch keine Dietriche, das ist traurig. Ich mach mal schnell speichern.
Ich habe ja sowieso einen richtigen Spielstand gespeichert. Denn jetzt wird man mir gleich sagen, es sind Leute gestorben. Wir sind noch immer auf der Suche nach dem Mörder. Ich wette, du bist dafür verantwortlich. Meinst du? Vergessen wir die Sache. Dieses Mal lasse ich dich noch davonkommen. Ach. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Na sowas. So, ich spreche noch nicht mit Roba. Ich glaube, ich töte tatsächlich initiativ den Feuermagier. Du was? So, damit hätten wir den schon mal aus dem Verkehr gezogen. Und haben nur noch Nahkämpfer. Das ist, glaube ich, tatsächlich am günstigsten, wenn wir das so machen. Mörder! Ja, ein Mörder! Uncool, uncool, uncool. Ja, ich muss mich erstmal durchkämpfen. Ich muss durch. Ich bin Arzt. Moment. Ja, ich laufe mal. Oh ja, 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 oh ja. Das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. So, noch einen rein. Wunderbar. Ah, da kommt schon der Erste. Guten Tag. So, kommt ran. Auf den Meter. So. So, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Oh nein, nicht in den Rücken. Das ist ja feige. So. Kampf gegen den König. Oh, ho, ho, ho. Der verträgt ja einiges. Ich hab's noch nicht verlernt. Verdammt, verdammt, verdammt. Also das ist richtig übel hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir an die Sache am besten rangehen. Mache ich das jetzt nochmal so? Eigentlich hat mir die Taktik ganz gut gefallen. Der verträgt aber auch so verdammt viel, ne? Halt! Wir sind noch ja, wissen wir doch. Nach dem Mörder. Ich will. So, 500. Vergessen Gold. Wir die. Ja. So kann ich immer noch mir den hier schnappen. Du wagst es, mich zu schlagen? Ja. Ach schon! So. Da essen wir noch mal kurz was, jetzt geht's ja noch. Das Problem ist, wir werden hier auch sofort attackiert, während wir noch beschäftigt sind mit Töten. Werden wir sofort angegriffen. Wir kommen auch gar nicht mehr raus hier aus der Ecke, das ist auch das Schöne. So, wenn wir hier erstmal wegkommen, ist es vielleicht auch ganz gut. Oh Gott! Oh Gott! Hier geht ja wirklich jeder auf uns los. Oh Gott. Leute, ich habe nur einen Feuermagier getötet. Ich habe nicht Roba angegriffen, falls euch das entgangen sein sollte. So. Lustig wäre auch, sich jetzt wieder rein zu teleportieren. Das hätte bestimmt was. Gott, da ruckelt's. Gut, speisen wir mal kurz. Vielleicht müssen wir uns dann tatsächlich Gegner für Gegner wieder reinkämpfen. Da es jetzt nur noch Krieger sind, ist das vielleicht eine Idee. Ich probiere das jetzt tatsächlich mal. Vielleicht müssen wir Robas gesamten Hofstaat auslöschen. Vielleicht muss es sein. So, da hat sich schon einer nach unten gedrängelt hier. Der es nicht abwarten konnte. Dann ist er auch zuerst dran, ne? So. Gut. Speichern. Das wird jetzt sehr speicherfreudig, das Ganze. Jetzt bist du dran. Wie? Da ist der Magier? Oh nein. Ah,
shit. Ja. Oh nein. Der greift auch nur mit diesen blöden Stichern die ganze Zeit über. Oh, scheiße. Bleib stehen! Das war aber knapp. Gut, das ist alles irgendwie ein bisschen unschön, muss ich sagen. Das Gute ist, sie kommen da oben nicht raus, wie mir scheint. Es sei denn, einer fällt mal seitlich runter, aber die haben... die haben echt Probleme, dort rauszukommen. So, ja, Händler ist kein Problem. Den nehmen wir mal so nebenbei mit. Der hat ja nicht mal mehr eine Waffe gehabt. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen, erst allen Leuten die Waffen abzunehmen, indem wir sie alle erstmal niederstrecken. So, finde ich denn den Feuermagier von hier aus? Jetzt wirst du was erleben! Ist ein bisschen schwierig gerade. Ich kann nicht mehr springen so. Aber das war anders. So. Von hier aus muss es doch gehen. Es sind schon ein paar, das gebe ich zu. Oh, das war nix. Oh, er wird mir helfen, er ist sehr hilfsbereit, also ja. Das war auch nix. So, jetzt aber. Wo gehen die denn alle hin, mal so als Frage? Ich traue mich gar nicht weiter zu gehen hier. Nicht, dass dann plötzlich diese wahnsinnige Meute von 30 Leuten oder wie viele auch immer das sind, dann mit geballter Kraft auf mich eingestürmt kommt, so wie das jetzt der Fall ist. So. Das ist doch gut. Wollen Sie es mir gleich tun, ja? Was erleben? Das wirst du bluten. Tja, das ist jetzt natürlich nicht die spannendste Methode, das zu machen. Aber wir müssen uns hier ja irgendwie durchsetzen. Tut mir leid. So, interessant, da wird dann mal durchgewechselt. Damit er was speisen kann hinten wahrscheinlich. Ja. Treffe ich die? Nee, schade. Wow. Diese Masse an Leuten. Wow. Ich spring mal kurz. Wow, das ist ja Wahnsinn! Eieieiei. Da muss ich ja vielleicht doch mal auch einen richtigen Heiltrank nehmen. Das ist echt Wahnsinn. Ich erinnere mich auch nicht daran, dass das so schlimm war. So. Dann haben wir den auch beseitigt? Ich weiß aber nicht so genau, wo die herkommen. Die scheinen irgendwie hier drüben einen Weg gefunden zu haben. Vielleicht sind es aber auch einfach nur Leute, die noch hier draußen waren und eigentlich hätten befreit und gerettet werden sollen von mir. Durchaus möglich.